Koh Lanta, eine Insel vor der Südwestküste Thailands. Nicht alle kommen zum Urlaub machen und entspannen hierher. In dieser Ferienanlage herrscht konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Im Koh-Hub treffen sich die sogenannten digitalen Nomaden. Überwiegend Menschen zwischen 20 und 40 Jahren. Zum Arbeiten brauchen sie nur ihren Laptop und Internet. Einer von ihnen ist Nick Danforth, ein 24-jähriger US-Amerikaner. Ich versuche montags bis freitags von 9 bis 5 zu arbeiten, was ein bisschen widersprüchlich klingt, denn die meisten hier wollen dem klassischen Arbeitsleben entfliehen. Aber ich bin so am produktivsten. Und dann bleiben noch die Wochenenden und Abende, wo ich die Insel erkunden und schnorcheln gehen kann. Ein fantastischer Ausgleich, wenn das Meer so nah ist. Mit seiner Frau Steph ist Nick Danforth seit 4 Jahren unterwegs. Er kann es sich erlauben. Als Datenanalyst führt er seine eigene Firma online. Ich erledige viele Managementaufgaben. Ein Teil der Mitarbeiter sitzt in den USA und auch auf den Philippinen gibt es ein Forschungsteam. Ich überprüfe deren Arbeit und gebe Zahlungen frei. Habe eher so hochrangige Verwaltungsaufgaben, nicht so sehr die tägliche Grundlagenarbeit. In der Hochsaison arbeiten im thailändischen Coworking Space mehr als 50 digitale Nomaden. Der Engländer James Abbott hat die Anlage vor 2 Jahren eröffnet. Eine Glasfaser-Internetleitung zum Festland sorgt hier für schnelle Datentransfers. 140 Euro kostet der Büroplatz in tropischem Ambiente. Für rund 600 Euro sind auch das Zimmer und das Essen inklusive. Es wird hier intensiv gearbeitet, auch nachts. Die Leute sind sehr fokussiert und viele haben mir gesagt, dass das hier der produktivste Ort ist, an dem sie je gearbeitet haben, auch verglichen mit zu Hause. Das hat mich wirklich überrascht. Die meisten Gäste bleiben einen Monat. Überwiegend stammen sie aus Europa, Nordamerika oder Australien. Auch die Berlinerin Christine Münch hat sich hierher zurückgezogen. Die selbstständige Webseitenentwicklerin schätzt besonders die motivierende Gemeinschaft. Ich habe angefangen, zu Hause zu arbeiten. Da bin ich irgendwann an den Punkt geraten, wo ich mich isoliert gefühlt habe. Aber wenn du Leute um dich rum hast, die alle ein Ziel vor Augen haben, die konzentriert und fokussiert arbeiten, dann reißt dich das mit, auch am Ball zu bleiben und ja, nicht ständig bei Facebook zu surfen. Weltweit gibt es bis zu 50.000 Menschen, die sich als digitale Nomaden bezeichnen. Thailand und Spanien zählen zu ihren beliebtesten Aufenthaltsländern. Die Webseite Nomadlist bietet einen Überblick. Von unterwegs arbeiten können alle, die hauptsächlich online mit ihren Auftraggebern kommunizieren. Ich habe fast immer mit amerikanischen Kunden zusammengearbeitet, wodurch meine Kunden sowieso nicht in meiner Nähe waren. Deswegen ist quasi mein Ort total frei wählbar. Doch die Unabhängigkeit hat auch ihren Preis. Die meisten Nomaden vermissen nach einer gewissen Zeit ihre Freunde oder Kollegen. Zu Beginn meiner Reise wollte ich, wie viele andere, auch Geld sparen. Deswegen habe ich nicht in Coworking Spaces gearbeitet, denn WLAN und Strom gibt es auch im Hotel. Aber Gemeinschaft und ein Gefühl von Zugehörigkeit und Heimat, das sind Sachen, die digitale Nomaden vermissen. Coworking Spaces wollen hier einen Ausgleich schaffen. Und in einer Gruppe macht das thailändische Neujahrsfest gleich viel mehr Spaß.